geworfen werde, weiche ich zur Seite aus. Nun starte ich mit meinem Tanyotoshi. Dafür strecke ich das Bein hinter ihr ganz weit lang und greife mit der Hand hinten um ihren Rumpf. Ich setze mich mit ihr hin und werfe sie nach hinten. Nun ist es wichtig, dass ich die auch noch festhalte.